Und jetzt ist uns Arndt Freitag von Loringhofen in Lublin zugeschaltet, der deutsche Botschafter in Polen. Guten Abend, Herr Botschafter. Schönen guten Abend, Frau Westen. Sie sind heute selbst an der Grenze zur Ukraine gewesen. Wie waren da Ihre Eindrücke? Ich war am Grenzübergang Korczowa in Südost Polen. Dort, es ist einer der größten Grenzübergänge von der Straße aus. Wir haben ein Verteilungszentrum besucht, das ist in einem ehemaligen Einkaufszentrum untergebracht. Da sind Tausende von Flüchtlingen, die bekommen dort erste Hilfe, etwas zu essen, können dort übernachten. Und das ist alles anscheinend sehr gut organisiert von den polnischen Stellen, von der Polizei und von dem Militär. Und es gibt eine ganz enorme Hilfsbereitschaft, wie gerade auch schon sagten, die ist dort vor Ort spürbar. Wir hatten gesprochen mit einer Frau aus der Umgebung, die seit 20 Uhr gestern Nacht unterwegs war, und viele Menschen opfern sich jetzt gerade auf. Ja, jetzt ist das eine die große Hilfsbereitschaft, die einen natürlich sehr freut. Ich könnte mir aber vorstellen, da prasseln ja auch ganz schwierige Eindrücke auf Ihnen. Wie haben Sie das empfunden? Ja, in der Tat. Also die Menschen kommen natürlich verängstigt und traumatisiert an. Ich habe selber nicht mit sehr vielen Flüchtlingen sprechen können, aber die brauchen natürlich auch Beruhigung und wirklich sehr, sehr viel Unterstützung und Hilfe und auch Perspektiven. Und dafür wird gut gesorgt. Werden dann weiter transportiert. Es gibt ja in Polen 1,5 Millionen Ukrainer etwa, und das ist natürlich eine ganz große Hilfe für die Menschen, die hier rüberkommen, weil sie oft wissen, wo sie dann auch hin können. Schwieriger ist es für Drittstaatler, die auch mit über die Grenze kommen. Die werden dann von Botschaften oder Konsulaten betreut, und denen wird dann ermöglicht, dass sie nach Hause fliegen können. Würden Sie sagen, da ist jetzt genug Unterstützung schon vor Ort, oder wie kann Deutschland noch am besten helfen? Deutschland kann auf jeden Fall helfen, hilft aber auch schon viel. Wir sind ja hier in Lublin, hier ist eben gerade der erste große Transport des Deutschen Roten Kreuzes angekommen. Der wird jetzt hier an das polnische Rote Kreuz übergeben und dann hier im Land weiterverteilt. Es gibt andere Organisationen, die hier helfen, auch eine starke Koordinierung durch die polnische Seite, was Privatmenschen in Deutschland machen können, ist meines Erachtens am besten, dass sie sich an etablierte Institutionen wenden, die genau wissen, was der Bedarf ist und wie das am besten verteilt wird. Man kann natürlich auch spontan selber spenden, aber das ist nicht so leicht, an den Bedarf auch wirklich abzuschätzen, aber wir haben auch NGOs aus Deutschland getroffen, die ein Netzwerk gebildet haben und herkommen, selber Spenden bringen, auch Leute zurückfahren, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man also Transportangebote macht. Ja. Arndt Freitag von Loringhofen, der deutsche Botschafter in Polen, ganz herzlichen Dank für diese Eindrücke und auch die wichtigen Hinweise. Danke, Herr Botschafter. Danke Ihnen.